Helene Fischer, bitter, verschoben. Lange hatten die Fans von Helene Fischer, 38, auf Live-Auftritte ihres Idols verzichten müssen. Schon morgen, am 21. März 2023, hätte sie ihre Arena-Tour mit insgesamt 71 Konzerten in Bremen starten wollen. Doch daraus wird nichts. Wie sie bei Instagram bekannt gibt, muss der Tourstart verschoben werden. Auch die Fans, die ihr Konzert in Köln hätten besuchen wollen, müssen sich in Geduld üben. Es hätte ihr großes Bühnen-Comeback werden sollen. Und jetzt muss selbiges verschoben werden. Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben, lässt Helene Fischer auf ihrem Instagram-Kanal verlauten. Der Grund? Eine Verletzung, die sie sich im Rahmen der Proben zugezogen hat. Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe, schreibt die 38-Jährige. Sie selbst sei untröstlich darüber, nicht wie geplant ab Dienstag, 21. März 2023, wieder auftreten zu können, ihre Ärzte hätten ihr aber davon abgeraten. Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen. Wir holen das nach und dann feiern wir, was das Zeug hält, okay, verspricht Helene ihren Fans. Aber was passiert nun mit den Tickets für die ersten Shows? Das fragen sich auch viele Fans bei Instagram. Kommentierten das Posting mit der Line Nachfragen. Der Tourveranstalter Live Nation erklärt: Die Nachholtermine in Bremen seien für den 10. bis 12. Mai 2023 geplant, in Köln fänden die Nachholshows zwischen dem 25. August und 2. September statt. Die Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit, über nähere Details würden die Fans noch informiert. Helenes Tournee, die insgesamt 71 Konzerte umfasst, soll am 11. April in Hamburg Premiere feiern. Bleibt zu hoffen, dass die Künstlerin bis dahin wieder vollständig genesen ist.